Na, jetzt ist ja schon der Kopf drauf. Ja, das sieht noch ein bisschen unförmig aus. Ja, Naja, aber so entsteht sie halt. richtig. Ja. Okay. Der ist innen auch hohl. Der Kopf Ja. ist hohl innen, Ja. okay. Aber er wäre zu dick, ja, um den so zu brennen. Ja. Und die Dame bekommt noch eine Ach so, Mütze auf. deswegen Ja. oben das Spitze, weil es die Pik-Dame wird. Richtig. Genau. Ja. Jetzt hat sie auch schon Schultern. Ich gehe mal so ein bisschen rum. Jetzt fehlt wieder der Ton. Den Ton habe ich natürlich schon portioniert vorher. Ja. Zeig mal. Immer in so eine Scheiben. Ja. Mit. Und das ist so eine Schnur. Ja, das ist so ein Tonschneider. Ja. Da kannst du im Grunde genommen ja, den in Scheiben schneiden. Ja. Ja. Kannst du ja dann noch mal zeigen. So ist das, mein Schatz. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt gleich zu den Brüsten. Brüste sind immer am schwierigsten. Ja, jetzt sieht Ja. sie ja noch ein bisschen Ja. brustlos aus, genau. Warum sind die schwierig? Ja, Brüste so hinzukriegen, dass sie halbwegs passabel aussehen. Ja, ist nicht so einfach. Das ist jetzt nicht so sexistisch aussieht, meinst du? Nee, nee, überhaupt, dass es dann eben auch halbwegs wohlgeformt aussieht. Ne? Nicht überzogen und so. Wie überzogen? Ja, zu groß oder der Fokus zu sehr auf die Brüste gerichtet ist. Ne? Es hat immer so mit den individuellen Geschlechtsmerkmal. Da wird dann auch am ehesten drauf Ach geschaut. so, okay. Sei Dass es man dann der. nicht so paralysiert ist und nur auf Ja. die Brust schaut, meinst du? Ja, und wichtig ist auch immer, dass man eine kleine Asymmetrie einhält. Ja. Warum? Weil nichts hundertprozentig symmetrisch ist. Ja. Und wenn es hundertprozentig symmetrisch wäre, ja, dann sieht das nicht gut aus. Das ist irgendwie so eine Grundregel der Schönheit, ja, glaube ich. Ja. Na? Jetzt muss man schauen. Hier knickt es ein bisschen ein, also muss die Brust ein bisschen tiefer. Ja. Ja. Die wird jetzt quasi natürlich alles dann auch im Profil stimmen. Ja, das Ja. ist halt so krass, ne? Also bei Skulpturen muss es ja von jeder Seite irgendwie gut Genau, aussehen. richtig. Ja. Das ist ja beim So. Bild ein bisschen, da hat man ja nur eine Perspektive, ne? Und jetzt knickt sie hier ein bisschen ein. Ja. Okay. Wenn ich sie jetzt in die Richtung schauen lasse, ja, sieht sie eher dynamisch aus. Ja. Wenn ich sie jetzt in die Richtung schauen lasse, ja, Ja. dann sieht sie eher Nachdenklich aus. nachdenklich und Verstehe. verspielt aus. Ja. Ich entscheide mich bei Pik Dame, ja, mal für das Dynamische. Ja. Okay. Also kommt sie in die Richtung. Ja. Ja. Ja, schön. So, die Gesichter deute ich meistens nur an, ja, sodass
noch genügend Platz ist für das Auge des Betrachters. Ja. Okay, dann lassen wir dich jetzt mal den Kopf formen und dann komme ich gleich nochmal wieder. Ja. Sie müssen sich ja halt auch alle ein bisschen unterscheiden, deine vier Frauen. Richtig, genau. Da bin ich gespannt, deswegen, wie du das löst, ja. Deswegen ist der Kopf ja auch ein wenig... Läuft halt spitz so zu. So. Ganz wichtig sind natürlich auch immer hier diese Tränen, die vom Kehlkopf ausgehen. Mhm. Hm? Die Sehnen. Ja, das ist halt für die Kopfbewegung. Ja, aber richtig. Die laufen halt immer so in Richtung Ohr. Ja. Da braucht man ja auch voll die anatomischen Kenntnisse. Ne? Und ja, auch wie der Körper sich in Bewegung verhält oder wenn er besonders steht. Ne? Richtig, genau. So. Naja. Das kriegt man dann schon so im ersten Semester im Kunststudium mit. Hm? Aber manche lernen es auch nie. So, so. Oh, hier ist der Brustkorb noch ein bisschen dünn. Muss man noch ein bisschen was zugeben. Ja, aber jetzt sieht es ja schon wieder anders aus als vor einer halben Stunde. Es ist wirklich krass, wie schnell sich die Form dann so herausbildet. Ne? Also ja, natürlich nicht von alleine, du machst das ja, aber es ist schon faszinierend, wie man so sieht, wie so entsteht. Ja? Okay. Gut. Gut, gucken wir mal. Also wie weit machst du jetzt heute weiter, denkst du? Genau, bei den Temperaturen. Und sie ist ja eigentlich heute fertig gekommen. Musste schneller arbeiten, ja, wenn es so wärmer ist, ja. Richtig. Wenn es kälter ist, dann kann man sich mehr Zeit lassen. Ja. Okay, also dann gucken wir nachher mal weiter.